Das nervt mich, ich werde auch drüben hinlaufen. Wie viel Holz haben wir denn? Hm. Na, so viel ist es auch nicht, wa? Letztendlich ist es ja für Holz auch scheiße, ja, was wir nehmen. Na, lieber Magier? Ja, tut mir leid, du. Glowstone hätte ich gern, hab aber nix. So, und die Schippe ist super. Super, die ist super, super. Gucke mal. Da machen wir kleine Veränderungen, ne? Verschönern das Leben sofort. Ungemein schön. Was willst du hier? Hä? Sand? Ist jetzt auch nicht so 100% der richtige Ort für dich. Gut. Ach. Irgendwie weiß ich nicht. Die Innenarchitektur ist ja auch noch nicht so 100% gelungen, wa? Aber egal, kommt davon, wenn man hier einfach wild in der Gegend irgendwas hinpflanzt. Flipmaus. Sag mal, ihr seid aber auch echt beharrlich hier, oder? Weiter in den Wald. Ich würde sagen, ich werde mir da gerade mal ein paar Bäume schlachten. Welche nehme ich denn? Die von allem etwas, oder? Die Frage ist nur, wo? Mache ich das hier? Baue ich da erstmal weiter rein? Erweitern wir hier unser Anwesen so ein Stück weit? Naja, pflanzen können wir die immer mal wieder, oder? Was haltet ihr von dem Mod, dass ich, wie heißt denn der nochmal gleich hier, klopst hier unten auf den untersten Baumstamm und zack, der ganze Baum mir fällt. Sagt mal Bescheid, was ihr davon haltet. Der kam ja in den Kommentaren auch als Wunsch von Nick Tasty und interessant klingt's. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich das mache oder ob ich das nicht mache. Ich brauche, denke ich mal, auch in Zukunft noch eine Menge Holz, aber weiß nicht, zerstört das jetzt so ein bisschen die Charakteristik vom Spiel, die nervige, oder auch nicht. Ja, andersrum haben wir wahrscheinlich so eine Verästelung hier nicht mehr, in solchen größeren Bäumen. Wir werden sehen, was passiert, ob ich alles habe oder nicht. Ja, weiß ich nicht. Ja, erzählt mal irgendwie, was ihr davon haltet. Ich finde... Ja, realistisch ist es, definitiv. Weil, naja, klar, wenn man im Wald geht und unten den Baum abkloppt, dann fällt er nochmal komplett um. Wobei auch mit Blättern, ne, darf man auch nicht vergessen. Aber, ja, auch nicht sauberlich, naja, müssen es ja nicht gleich der Realität nachsetzen, so sind wir jaulig. Laufen wir nicht wirklich die ganze Zeit irgendwelche Sprengstoffattentäter hinter mir her und versuchen wir irgendwie mein Leben madig zu machen, ja, ist ja auch nicht der Fall. Aber dennoch, irgendwie... Ich weiß nicht, bin mir noch ganz unsicher. Ja, wäre cool, wenn ihr da mal eure Meinung zulasst, genauso was andere Mods noch angeht. Wie ihr dazu jetzt steht, habt ihr da irgendwas Spezielles, was ihr mir auch nochmal irgendwo empfehlen wollt, nah ans Herz legt irgendwie. Bin da ja, ein bisschen auf eure Meinung angewiesen. Ja, stärkt auch so ein bisschen Interaktivität zwischen uns alle. So, Birke baue ich später noch ab, weil Birkenholz finde ich einfach nur cool. Dieses Helle ist absolut der Wahnsinn. Also ich stehe drauf. Wenn ich das nächste Haus baue, wird es wahrscheinlich einen ganz großen Birkenbestandteil haben. Das mit definitiver Wahrscheinlichkeit. Und hier werden Häuser gebaut. Nun möchte ich jetzt erstmal gerade so ein bisschen die Gegend erkunden. Überlegen gemeinsam mit euch, was wir hier machen. Wir werden auf jeden Fall hier in der Gegend bleiben. Da führt kein Weg dran vorbei. Ich meine, diesen ganzen Weg jetzt vom Dorf, den ich jetzt gerade durch den Wald auch latsche, wo ich auch gerade rode, möchte ich natürlich nutzen, wie ich euch schon erzählt habe. Da hinten kommt ja schon der Berg. So ein eigenes Dorf hier, nach eigenen Wünschen mit all den Hütten, die man noch will, bis zum Berg. Oben auf dem Berg vielleicht. Da hinten oder hier oben drauf. Vielleicht noch ein Minecart nach oben. Ja, dass man da halt einfach auch mal hoch kann. Vielleicht installiere ich... ja, ich habe noch ein Eisen, genau. Vielleicht installiere ich mir auch einen Fahrstuhl-Mod. Den hatte ich mal in einem LPT gehabt. Der war wahnsinnig geil, fand ich. Recht easy. Ja, und dann könnte man halt, ich sag mal, für den Berg so einen kleinen Schacht machen oder so. Und dann fährt man da halt mit dem Fahrstuhl hoch. Ohne, dass man dieses Ding dann mit Redstone Co. bauen muss, weil meine Erfahrung, zumindest die ich jetzt so gesammelt hatte, sie liefen nie mehr so synchron, wie es früher mal war. Mit den ganzen Veränderungen. Naja, und wenn dann halt diese selbstgemachten Redstone Fahrstühle nicht funktionieren, ist ja auch ätzend. Ja, und dafür verschwendest du ja dann auch, ich sag mal, im Let's Play eine relativ lange Zeit.
Nee, wir sind nicht dafür, dass du sowieso nur irgendwo her kopierst und versuchst umzusetzen. Ist mir das nichts. Ja, dann lieber so einen schicken Mod installieren. Schnell und einfach. Und gut ist. Ja, dafür, dass wir hier sowieso nicht cheaten, sondern halt wirklich alles mit Hand aufbauen. Naja, also da bin ich auf jeden Fall eurer Meinung. Will ich mal abwarten, aber ich denke mal, darauf kann ich nicht verzichten, auf einen tollen Fahrstuhlmod. Wenn es weiter nichts ist. Ein Fahrstuhlmod muss es sein. So. Ja, Holz haben wir dann immer eine ganze Menge jetzt schon. Mal gucken, dass wir uns auch noch ein paar Setzlinge dann einsammeln irgendwann. Gleich mal durchrennen, weil nichts blöder als ja, weil die nicht mehr nachpflanzen können, wobei Setzlinge, naja, scheinen eine ganze Menge finden hier. Guck mal, da rennen wir gerade mal durch. Ach, guck mal, Äpfel. Da siehst du, ein Apfelbaumwald, ja. Ist natürlich praktisch mit der Nahrung, Nahrung, genau, Nahrung. Mit der Vitamine C und so, ne? Genau. Wie war das nochmal? Wer kennt das von euch hier? Aus dem Fernsehen, aus dem Assi-TV hier? Die Olle, die meinte, ja, wir essen, die Kinder essen nur Wurst, weil die sind ja volle Vitamin C, voll mit Vitamin C, genau. Also, wer das gesehen hat, bitte einfach gekonnt ignorieren und sagen, nein, Wurst steckt nicht voller Vitamin C. Das sind höchstens künstliche Ergänzungen. Alter, dieses Assi-TV ist echt schlimm. Ah, egal. So. Okay, dann habe ich, denke ich mal, jetzt relativ viel aufgesammelt. Da ist noch ein Apfel. Schwuppdiwupp. Und dann können wir auch schon... Ach, hier ist auch noch was. In die Haier gehen. Nicht wahr? Dass wir hier weitermachen können. Ich würde sagen, die Brücke kommt jetzt als nächstes, ne? Das ist, denke ich mal, wichtig. Oh, wichtig, wichtig. Wo muss ich hin? Da hinten, ne? Och. Ja, Leute, ich weiß nicht, wie viel Folgen ich jetzt aushalte, jetzt hier auf euch zu warten. Bis ich weiß, was ich hier bauen soll. Vielleicht doch provisorisch erstmal irgendwas. Nervt mich gerade mit dem Schwimmereien hier. Na dann, gut's Nächtle. Lang geschlafen heute, Mensch. Sehr lang. Gut, habe ich noch irgendwas zum Brennen? Nee. Aber was wir haben, ist jede Menge Holz. So, hässliches Holz. Gut. Denn ein paar Stöcker. Ich glaube, meine Truhe, Alter. Meine Truhe ist voll. Meine Truhe ist voll. Aber da war noch eine Truhe in der Truhe. So, und die Truhe in der Truhe sagt mir, sie möchte verbaut werden. So, Sand brauche ich gerade nicht. Brauche ich auch gerade nicht. Kartoffeln, ich habe Steaks dabei. Brauche ich gerade nicht. Ich will jetzt da nichts. Nein, auch nicht. Weg hier, hau ab. Wird mir gerade nichts im Weg latschen. Kann ich mir noch holen. Okay, was brauchen wir noch? Also wir haben Stöcker. So, mit den Stöckern können wir was machen. Da können wir... Ach, wie ging das denn nochmal? Ach ja, Zäune. Aber wie viel brauche ich jetzt? Ich weiß es nicht. Nehme ich die erstmal an der Zahl? So. Wie war das noch gleich mit dem... Okay, so war das nicht. Ach Quatsch, Leute, was mag ich denn? Hier kann man einer verraten. Ihr guckt wahrscheinlich auch zu und denkt, hä? Offen? Irgendwas? So. Eichenholzstufe, genau die wollte ich. Ja, wahrscheinlich wollte ich die, weil die am besten hier hinpasst, wa? So. Okay. Den Rest nehme ich erstmal dafür, würde ich vorschlagen. So, nehmen wir das hier noch, das hier noch, das hier noch hin. Und das hier noch hin, ach nee. So. Lassen wir mal ein bisschen was. Hä? Oh. Gut. So klappt das besser. Alle klar. Na dann. Lass uns mal kicken, was wir hier machen können, wa? Hier würde ich auf jeden Fall vorschlagen. Fange ich direkt mal an. Weil mich das nervt. Fupp.
So. Zacki. Oder? Das gleiche ziehe ich jetzt ja auch mal rüber. Vielleicht, na, weiß ich nicht. Das ist auch voll die Schnapsidee, was ich hier habe. Aber das werden wir jetzt. Ah ja, das ist eine Schnapsidee. Das ist eine Schnapsidee, weil das kacke aussieht. Ist doch kacke, dass das kacke aussieht, Mann. Oh. Wenn ich das nur so mache. Ach, Männer, Leute. Ist doch doof hier. Wobei. Geht runter. Werdet ja noch ein bisschen. Kann mir mal einer verraten, was ich jetzt hier gerade sinnfreie Tool. So. Okay. Hauen wir den ganzen Kram auch nochmal weg. Aha. Zack. So. Ach komm. Wollte ich mal, das ist war's hin halt wieder. Das muss ja auch nochmal weg, wa? Zacki. Ich habe nämlich gefragt, wenn ich einen Diamant habe, ne, ob ich mir dann so eine Verzauberungstruhe natürlich mal was zum Verzaubern. Ich bin ja nicht blöde. Ach guck mal, sieht aber gar nicht so schlecht aus. Wenn man das so ein bisschen befestigt. Ja, doch. Sieht. Aber ich muss hier raus aus dem Wasser. Kann ich am besten hier machen. So. Okay. Und dann ziehen wir hier einfach mal eine kleine Spur lang. Upp. Mal gucken, wohin wir kommen. Schwuppdiwuppdiwupp. Okay. Ja, ist ja schon mal gar nicht so schlecht, oder? Ja, der Geschmack lässt sich zwar auch streiten, aber. So, haben wir hier was symmetrisch? Wir haben 1, 2, 3, 4, 5. Na, dann werdet ihr eigentlich die Mitte. Aber will ich denn auch die Mitte? Ja, dann muss es halt einen Steg geben zum Steg. Irgendwie ist mir egal. Also hier nach links und so, ne? Irgendwie. Hier gab es ja keine Tür. Nee, die gab es hier nicht. Jetzt baue ich hier trotzdem. Naja, egal. Ob ich nicht gefragt habe, ich kann es ja abreißen, aber. Kann es auch verschönern, muss es ja nicht gleich ganz abreißen irgendwie. Nicht wahr? Hm. Wo ist denn Sonne? Achso, ich denke mal, die geht unter. So. Ja, was mache ich hier? Ich baue letztendlich jetzt erstmal irgendwie so eine kleine Brücke nach drüben. Ist jetzt natürlich ein bisschen freischwebend ist. Ich glaube, ich muss die ein bisschen breiter ziehen dann, ne? Weil sonst sieht das natürlich auch bekloppt aus. Ach, guck mal, da ist ein Tintenfisch gestorben. Der hatte uns einen Tintenbeutel in Form von, ach Gott, der war falsch. Von einer Petrischale geschickt. So. Hm, dann ziehe ich hier gerade durch, wa? Bevor man hier noch in die Kurve laufen muss immer. Zack. Zack. Ja, der war auch total sinnfrei. Ugh. Hm. So. Hm. Ja, nochmal so, oder? Okay. Ja, sieht echt doof aus mit dem Wasser, wa? An der Stelle sonst. Geht ja nicht anders. Dann packen wir hier nochmal eben kurz was drin. Kuh. Hau ab da. Okay. Jetzt weiß ich natürlich nicht, jetzt schwebt das so ein bisschen in der Luft, wa? Das ist natürlich auch doof. Irgendwie. Das kann man halt nochmal so ein bisschen erweitern vielleicht. Ach Gott, jetzt verbaue ich mich wahrscheinlich hier gleich wieder. Massenweise irgendwie, aber mal gucken. Zack, zack, zack. Aber geht ja nicht anders. Ja, Leute, also ihr habt ja, ich habe ja mal gefragt gehabt, wie ihr so Silvester, naja, feiern wolltet. Wie ist es denn so? So, also von dem einen habe ich auch schon gehört, naja, war alleine, war langweilig, hm. Auch doof, ja. Und wie war es bei euch so gewesen? Habt ihr ordentlich mitgeknallt oder Raketen gezündet oder irgendwas anderes gemacht? Ich habe ja keine Ahnung, was ihr so dürft, was ihr eben halt auch nicht dürft. Wahrscheinlich das Gegenteil halt dann. Aber ja, wäre cool, wenn noch mal so ein paar Äußerungen kommen. Und vor allen Dingen,
Habt ihr euch irgendwelche guten Vorsätze gemacht? Das würde mich doch mal interessieren, wirklich. Nee, das war falsch. Mein guter Vorsatz ist, nicht mehr so viel daneben zu bauen. So.